Guten Morgen. Wir sind hier versammelt vor dem Brandenburger Tor. Ein Ort, an dem viel Furchtbares und viel Schönes geschehen ist. Hier wurde gekämpft, hier sind Soldaten marschiert, aber hier ist auch die Mauer gestürzt worden ohne Gewalt. Ein friedliches Fest. Und nun, heute stehen wir hier, Menschen, Frauen, Männer aus unterschiedlichen Religionen und Kulturen. Wir beten hier Seite an Seite, jeder in seiner Glaubenstradition. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir beten für den Frieden. Für den Frieden in uns, in jedem Menschen und für den Frieden auf unserer Erde. Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke. Wir suchen Zuflucht bei dir und Schutz. Darum bitten wir dich um Frieden auf dieser Welt. Frieden für die Menschen in Angst vor Bomben und Angriffen. Für diejenigen, die um ihr Leben fürchten müssen. Wir bitten dich für alle, die zu Opfern von Gewalt geworden sind. Schicke Frieden in die Herzen derer, die um ihre ermordeten Liebsten trauern. An Gräbern stehen sie sprachlos und in tiefer Trauer. Lass sie spüren, dass du an ihrer Seite bleibst. Wir bitten dich für die Mächtigen, die um den Erhalt des Friedens ringen, sowie alle, die der Gewalt entgegentreten und sich für friedliche Lösungen einsetzen. Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. Segne uns mit Frieden. Verleih uns Frieden, gnädiglich Gott. Aus den Bahai-Schriften. O Herr, vereinige und verbinde die Herzen. Bringe alle Seelen in Einklang und erheitere die Gemüter mit den Zeichen deiner Heiligkeit und Einheit. O Herr, unser Gott, lass uns wie die Wogen eines Meeres und die Blumen eines Gartens vereint und einig sein durch die Freigebigkeit deiner Liebe. O Herr, weite uns das Herz mit den Zeichen deiner Einheit und lass die ganze Menschheit zu Sternen werden, die vom selben Himmel der Herrlichkeit herniederstrahlen, zu vollkommenen Früchten, die an deinem Lebensbaume wachsen. Wahrlich, du bist der Allmächtige, der Selbstbestehende, der Geber, der Verzeihende, der Vergebende, der Allwissende, der eine Schöpfer. Loving, gracious Heavenly Father, we thank you for the gift of life that you give to us. We thank you for the beauty of the world, for the beauty of your creation. And we pray that in this generation we may learn to live at peace with one another and with all that you have made, that we may learn to live at peace with the creatures, with the nature, with all that is in your hands. We pray for peace. And we give thanks for the life that you have given us. Amen. Maralog merto, shidoba mietzi am samkaros, shidoba mietzi kuala kweganas, shidoba mietzi kuala adamians. Rata სიყვარულმა თავისუფლებამ თანაგზნობამ ჰარმონიამ დაისადგუროს ის ქვეშეცი ამას ვითხოვთ შენი ძის შენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით ამინ
Ich lese einen Vers aus dem 5. Kapitel der heiligen Bhagavad Gita, dem Gesang Gottes. Und das Kapitel lautet Karma Sanyas Yoga, Handeln im Gottesbewusstsein. Bhaktaram yagyatapasam sarvaloka maheshvaram sudidam sarvabhutanam gyatvamam shantirichati. Sri Krishna sprach: Diejenigen, die sich vollkommen über mich bewusst sind und wissen, dass ich, Krishna, der letztliche Nutznießer aller Opfergaben und Entsagungen bin, die wissen, dass ich der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter und der Wohltäter und wohlmeinende Freund aller Lebewesen bin, diejenigen erlangen Frieden. Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und so bete ich, Gott, du ewige Friedensstifterin, lass uns nicht nur von Frieden reden, lass uns nicht nur für Frieden beten, lass mich den Frieden auch spüren, lass mich ruhig werden, um den Herzschlag des Friedens hören zu können, um den Herzschlag des Friedens spüren zu können, damit der Herzschlag resoniert in mir, damit der Herzschlag resoniert in dir und unsere Herzen im gleichen Takt schlagen, im Takt des Friedens, mit dir, Gott. Amen. Barmherziger Gott, dein Sohn Jesus Christus kam in die Welt, um Frieden zu bringen. We pray for an end to war and the rumors of war, for an end to conflict and the causes of conflict. As we pray for peace in Ukraine and Niger, we pray also for the forgotten corners of the world, where violence rules or where the threat of violence looms, for the people of Tigray and Nagorno-Karabakh. We pray for our own countries and cities, for our own homes and hearts. We ask that you will make us builders of peace and reconcilers of people. Amen. Du Gott, Quelle des Friedens und der Liebe, nimm uns hinein in den Strom des Lebens und der Güte, damit Hass, Anteilnahme statt Gleichgültigkeit ausgeht. Wir bitten dich, Jesus, der unser Himmel geöffnet hat, die zerstrittene Menschheit mit deiner Liebe zu versöhnen. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Und wenn du, Gott, gewollt hättest, hättest du die Menschen wahrlich zu einer Gemeinschaft gemacht. Doch du wolltest, dass wir uns unterscheiden. In diesem Sinne, o Herr, schenke uns Einsicht, auf dass wir die Unterschiede, die uns ein Reichtum sind und die uns Menschen verschiedenster Kulturen und Religionen
auszeichnen, genauso wertschätzen, wie wir uns selbst wertschätzen. O Gott, hebe die Mauern der Uneinigkeit zwischen uns auf. Schenke uns Einigkeit, auf dass wir unser Heute und Morgen gemeinsam in Frieden und in Eintracht mit deiner Schöpfung gestalten. Amen. Sim, 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 shalom, tovah uvracha. Sim, 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 shalom, tovah uvracha. Chen v'chesed v'rachamim, chen v'chesed v'rachamim, aleinu v'kol Yisrael, amecha. Sim, 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 shalom, tovah uvracha. בחיינו אבינו כולנו כאחד באפניך. גוט, ewige Liebhaberin des Friedens, wir stehen hier an dem Tag vor dir und bekennen, dass an diesem Ort und von diesem Ort aus vor 84 Jahren unendliches Leid über Europa und die Welt getragen wurde. Wir bekennen, dass wir schuldig sind für die Gewalt, die entfesselt wurde. Wir bitten dich, lehre du uns nun, Teil einer Versöhnung zu sein. Lehre du uns, aus dem zu lernen, was passiert ist. Aus der Vergangenheit zu lernen, dass Krieg keine Lösung ist und dass immer die leiden, die die Schwächsten sind. Sende du deine Flügel und deinen Schutz für alle, die von Krieg, von Gewalt und von Friedlosigkeit betroffen sind. Stärke du uns in dieser Verantwortung und bleibe bei uns. Allmächtiger Gott, eröffne uns Wege zum Frieden, was nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern einen Zustand allgemeinen Wohlergehens und Heils ist. Eröffne uns Wege zum Frieden. Mach dem sinnlosen Blutvergießen ein Ende und schenke Frieden allen, die unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit leiden. Sei bei den Menschen in der Ukraine und überall, wo die Menschen um ihr Leben fürchten. Nimm alle bei dir auf, die durch den Krieg ihr Leben verloren haben. Sei bei den Menschen, die ihre Tote beklagen. Heile die Verwundeten und Traumatisierten. Und segne die Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat fliehen müssten. Allmächtiger Gott, stärke uns in Bemühungen um Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Gib uns den festen Willen, den Weg des Friedens zu folgen. Amen. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Salam, Shalom, Amen.